Ich werde in diesem Video Trainer von Red Bull München, dem neuen Top-Club von Red Bull. Und nachdem Jürgen Klopp ja jetzt Head of Football bei den Bullen ist, hat er uns in München direkt einen unfassbaren Kader aus bisher noch unbekannten Talenten zusammengebaut. Keiner dieser Spieler ist älter als 21 Jahre, trotzdem hat Red Bull München schon ein 4,5-Sterne-Rating und sich den Zweitliga-Startplatz vom SSV Ulm gekauft. Und als wäre das nicht alles schon wild genug, stellt Red Bull auch noch 1 Milliarde Euro Transferbudget zur Verfügung. Denn Red Bull München hat einen 5-Jahres-Plan mit großen Zielen. Man will die Bundesliga zerstören und mindestens 3 Titel holen. Auch 3-mal den DFB-Pokal gewinnen und auch mindestens 1-mal die Champions League. Der Kader mit den jungen Wilden soll aber jetzt erstmal in Saison Nummer 1 den Aufstieg klar machen. Okay, let's go. Das erste Pflichtspiel gibt's aber heute im DFB-Pokal gegen die Hertha und da gibt's einen 4-1-Sieg. Und im Zweitliga-Auftakt gegen Preußen Münster verlieren wir 2-0. What? Ich hab Fragen, ey. Unsere besten Spieler, 85er Rating, 84er Rating, 83er Ratings. Wie verlieren die in der zweiten Liga? Boah, na Gott sei Dank, der Sieg am zweiten Spieltag, aber es war wieder knapp. Bisher läuft's noch nicht wirklich bei Red Bull München. Aber keine Sorge, die trinken jetzt noch ein paar Red Bull und nach der Hinrunde sieht das schon besser aus. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und im Januar sieht das doch schon deutlich freundlicher aus. 2. Platz. Und wir sind nur 3 Punkte hinter Tabellenführer Köln, aber auch nur 2 Punkte vor dem HSV. Wie kann das überhaupt sein mit unserer Mannschaft? Ich meine, gut, dass unser 83er Stammtorwart einen Achillessehnenriss hat, ist zwar blöd, aber unser Ersatztorwart hat auch noch eine 80. Topscorer bislang unser Mann aus Chile, Maxi Manoldo, 15 Tore, 4 Vorlagen. Kapitän Sipic ist auch noch ganz okay. Und Kiko Bull, unser Sturmtalent, nur 9 Tore und 3 Vorlagen. Von ihm habe ich mir in der zweiten Liga deutlich mehr erwartet. Er gilt als eines der größten Juwele im Weltfußball. Und das sollte auch für unseren besten Spieler Tristan Caprillo aus Italien gelten. Der hat schon ein 86er Rating, aber 0 Tore, 0 Vorlagen und 0 Einsätze bislang. Darum habe ich die Formation jetzt leicht umgestellt. Wir spielen mit Flügelspielern. Der Kerl soll Spiele machen. Ja, ganz klar. Im Pokal ist Red Bull München übrigens auch noch dabei. Da geht's im Viertelfinale gegen Leverkusen. Aber oberste Priorität hat, dass diese Mannschaft den Aufstieg packt. Denn wir haben ja noch 1 Milliarde Euro an Transferbudget, aber die absoluten Topspieler, die ich mir rausgesucht habe, die wollen natürlich nur zu uns, wenn wir in der Bundesliga spielen. Ja, das ist ja logisch. Was auch logisch sein sollte, ist, dass wir die zweite Liga gewonnen haben. Die letzten 3 Spiele waren siegreich, Manager-Rating ist aber nur orange. Wie sieht's in der Tabelle aus? Wir sind aufgestiegen, aber nur als Zweiter. 4 Punkte hinter dem FC Köln. Wie stark ist das bitte von Köln? Oder wie schwach ist das von Red Bull München? Denn wenn wir die beiden Kader vergleichen, ist das eine zweite Liga und das andere ganz klar Champions League. Und obwohl wir mit Kiko Bull und Tristan Caprillo 2,87er in der zweiten Liga haben, wurde Davy Selke trotzdem Spieler der Saison. Und trotzdem haben die RB München Fans laut Kicker den Aufstieg ihres Clubs bis spät in die Nacht gefeiert. Und Clemens Meyer so, Fußball mit Leidenschaft und Kampfgeist. Klar, Clemens. Das ist genau das, wofür Red Bull im Fußball steht. Das war ein Witz, ne? Der erste Pokalsieg von RB München muss noch weiter warten. Im Viertelfinale war knapp gegen Leverkusen Schluss. Bester Spieler der Bullen war am Ende Kiko Bull mit 25 Toren, 6 Vorlagen. Er hat's doch noch gezeigt, dass er's drauf hat. Aber jetzt in Saison Nummer 2 geht die Challenge mit Red Bull München erst so richtig los. Denn wir sind in der Bundesliga. Und wir wollen jetzt die ersten Transfers holen. Mbappé, Haaland, Donnarumma, Wirtz, Musiala. Ich will sie am liebsten alle haben. Doch zuerst müssen wir was für unsere Defensive tun. William Saliba kommt für 120 Millionen vom FC Arsenal. Denn der 79er Kang ist definitiv eine Schwachstelle. Boom! Jetzt haben wir aber eine Weltklasse-Innenverteidigung. Und Weltklasse ist auch das deutsche Wunderkind Florian Wirtz. Der wechselt nach München, aber nicht zum FC Bayern, sondern zu Red Bull. Mach keinen Sinn. Oder Florian, das macht brutal viel Sinn, denn du bist ein +6-Upgrade auf der 10er-Position. Puh, Freunde, und das klingt jetzt blöd, aber wir haben nur noch knapp 600 Millionen Euro übrig. Aber Freunde, was wäre dieser unfassbar unsympathische Verein Red Bull München ohne einen unfassbar unsympathischen Spieler? Richtig, da fehlt was und deshalb habe ich Vini Junior verpflichtet. Der ist außerdem nebenbei noch ein Weltklasse-Fußballer und kann am rechten Flügel zocken. Ha, Freunde, aber das reicht mir noch nicht. Wir müssen Red Bull München irgendwie noch unsympathischer machen. Wie wär's, wenn wir Musiala vom FC Bayern München wegschnappen? Gesagt, getan. Jamal Musiala kommt für 180 Millionen vom FC Bayern. Ha, und an dieser Stelle, Freunde, lasst es uns alle appreciaten, dass es den Verein Red Bull München nicht im Real Life gibt. Aber hier in FC 25 gibt's den Club. Er hat ein 5-Sterne-Rating und hat jetzt die Mission, die Bundesliga komplett zu zerstören. Puh, ab heute zählt's. Bundesliga-Auftakt gegen Bochum. Hoppala, und Red Bull München patzt direkt. Nur ein Punkt. Und gegen Heidenheim gibt's sogar eine Niederlage. Ja, leck mich doch am Zückeli. Fehlstart für Red Bull München in der Bundesliga und die Bayern sind auf der 1. Das gefällt uns gar nicht. Daher habe ich sicherheitshalber nochmal nachgelegt und Trent Alexander-Arnold für 100 Millionen geholt. Oh, aber mir ist aufgefallen, es war schon der Deadline Day, das heißt, der kommt erst im Winter. Naja, gut, dann muss es in der ersten Saisonhälfte halt der Kader jetzt regeln.
Freunde, aber der Kader regelt aktuell gar nichts. 15 Spiele, 20 Punkte, Platz 8 und auf Platz 1 ist ausgerechnet Red Bull Leipzig mit 0 Niederlagen noch. Aber als Optiker, unser bester Spieler hat eine 92, wir haben noch 92er Spieler, 89er, 88er. Wir sind eine Weltklasse-Truppe. Lüge. Ja gut, jetzt ist wenigstens Alexander Arnold angekommen, vielleicht macht er den Unterschied. Und wenigstens funktioniert Tristan Caprillo, der hat 12 Tore, ist Zweiter in der Torjägerliste. Im Pokal sind wir immerhin noch vertreten, Viertelfinale gegen Osnabrück sollte leicht werden. Aber Freunde, unser großes Ziel ist es natürlich noch, die Bundesliga zu gewinnen. Das wird diese Saison schwierig, aber zumindest die Champions League-Quali muss möglich sein. Und vor dem letzten Bundesligaspieltag bekommen wir die Meldung vom Kicker. Den Einzug in die Champions League kann RB nicht mehr schaffen. Aber sie stehen noch im Finale des DFB-Pokals und wenn sie den gewinnen, heißt das ebenfalls Champions League. Jetzt wird's spannend. Kann Red Bull München die Saison im Pokal retten? 2-2 im Elferschießen. Ausgerechnet Flo Wirtz macht gegen seinen Ex-Club den Sieg sicher. Damit hat Red Bull München jetzt auch den ersten Titel. Fantastisch. Und als Optiker, die haben sogar eine Meisterparade. Die haben ja noch nicht mal 5 Fans eigentlich. Und was wir leider nicht haben, ist ein Weltklasse-Torwart. Costa Leonardo hat zwar eine 84, aber das ist zu wenig für Red Bull München. Daher ist es meine erste Amtshandlung in Saison Nummer 3, einen besseren Torhüter zu holen. Gigi Donnarumma kommt für 133 Millionen. Schisch, der Kerl hat einfach eine 91 und ist ein plus 7 Upgrade zu Leonardo. Und ich würde auch ganz gern wieder den 93er Jude Bellingham in der Bundesliga sehen. Das Ding ist nur 293 Millionen Ablöse. Das kann sich nicht mal Red Bull München leisten. Aber auch ohne ihn muss diese Truppe diese Saison einfach die Bundesliga gewinnen. Guckt euch das im Vergleich zu Vorjahressieger Leipzig an. Da sind wir viel besser. Die erste Chance auf den Titel gibt's aber davor im Supercup gegen Leipzig. Aber Leipzig ist das bessere Red Bull Team. Gewinnt das Spiel mit 2-1. Egal, der Wettbewerb war unwichtig. Jetzt geht's darum, eine gute Hinrunde in der Bundesliga hinzulegen. Und Freunde, am Ende der Hinrunde sehe ich einen 4-1-Sieg gegen Leverkusen. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Andererseits hat man im Dezember gegen Köln unentschieden gespielt und gegen Kiel sogar verloren. Aber in der Tabelle ist es der erste Platz, einen Punkt vor Leverkusen und einen vor Wolfsburg. Boah, das ist ja richtig Tradition da vorne. Weltklasse. Der erste Bundesliga-Titel ist also möglich. Im Pokal wird's nicht der zweite. Wir haben gegen Dortmund verloren. In der Champions League sieht's dafür gut aus. 2 Spieltage noch, wir sind auf Platz 9. Wir qualifizieren uns für die K.O.-Phase. Und alle Bayern-Fans, jetzt bitte stark sein, denn der beste Spieler von Red Bull München ist auf einmal der 93er Musiala. Aber er ist bei Weitem nicht der einzige Spieler mit einem 90-Plus-Rating. Nur 4 Spiele in der Startelf sind unter einer 90. Und ich bin wirklich im Überlegen, ob ich noch einen besseren Spieler für die Linksverteidigung kaufe. Da haben wir nur den 84er Coco. Und ich wollte jetzt eigentlich Grimaldo von Leverkusen wegkaufen, aber der spielt eh schon bei Paris. Ist kein Problem, dann hole ich Theo Hernandez, Lul, und der spielt ja jetzt sogar bei Leverkusen. Tja, jetzt nicht mehr. Für 99 Millionen wechselt er zu Red Bull München. Ja, und mit ihm in der Startelf haben jetzt unsere schlechtesten Spieler einfach ein 88er Rating. Und nach 2 Siegen zum Rückrundenauftakt gegen Union und Stuttgart steht heute das Duell mit Leverkusen an. Freunde, das Spiel kann richtungsweisend für die restliche Saison sein und wir holen uns den Sieg. Sieht gut aus für Red Bull Münchens ersten Bundesligatitel, aber Leipzig ist jetzt knapp dahinter. Ich bin gespannt. Wir gucken, ob es am Saisonende reicht. Oh mein Gott, Freunde, und spannender geht nicht. 2 Spieltage vor Schluss, Red Bull München ist erster, 3 Punkte vorm FC Bayern München. Aber am vorletzten Spieltag gibt's noch das direkte Duell und am letzten Spieltag wartet der BVB. Jetzt oder nie macht Red Bull München ausgerechnet gegen Bayern den Titel klar, ein Unentschieden. Das reicht noch nicht. Wobei eigentlich schon, denn Bayern müsste 16 Tore Differenz am letzten Spieltag noch aufholen. Aber keine Sorge, so weit kommt's nicht. Red Bull München schlägt am letzten Spieltag Dortmund. Damit krönen sich die Münchner Bullen erstmals zum Bundesligameister und jetzt ist der Fußball komplett zerstört, denn Leipzig ist auch noch Zweiter. Aber es besteht noch ein Funken Resthoffnung, dass Red Bull München nicht alles zerstört, denn in der Champions League sind sie im Achtelfinale rausgeflogen. Aber das Ding ist, mit Musiala, Caprillo und Vini Junior hat man jetzt 3 93er Spieler. Wer soll Red Bull München bitte stoppen? Topscorer war ein anderer, Kapitän Kiko Bull, 32 Tore, 11 Vorlagen. Das sind unglaubliche Werte. Und unglaublich wäre es natürlich jetzt auch, wenn Red Bull München in Saison Nummer 4 Jude Bellingham von einem Transfer überzeugen könnte. Aber ich habe mir davor erstmal den Kader der Konkurrenz angesehen vom FC Bayern, Eder Militao und Michael Olise. Sonst ist keiner dort wirklich gut. Und Leipzig hat zwar mit Šeško einen geilen 88er Stürmer, aber dann maximal 84er, 85er Ratings. Aber was juckt Red Bull München schon die Konkurrenz? Wir haben die meiste Kohle, wir können die besten Spieler kaufen. Jude Bellingham für 240 Millionen. Alter Schwede, guckt euch jetzt bitte das Mittelfeld an. 94er Bellingham, 92er Wirtz, 93er Musiala. Damit hat RB München einen 90er Angriff, ein 90er Mittelfeld und knapp noch eine 89er Defensive. Und im Supercup gegen Leverkusen zeigen sie, die Saison wird der deutsche Fußball komplett zerstört. Nach der Hälfte der Saison Red Bull München auf Platz 2 in der Bundesliga, hinter Leverkusen aber punktgleich.
Das wird ein ganz, ganz enger Fight um den Titel. Im Pokal geht's im Viertelfinale gegen Stuttgart. Und in der Champions League hat man zwar noch nicht verloren, aber viermal unentschieden gespielt, reicht trotzdem für die K.O.-Phase. Theoretisch hat die Mannschaft die Chance auf das Triple. Oh mein Gott, jeder Wert ist jetzt über 90 und nur noch Hernandez und Alexander Arnold stehen bei einer 89. Bester Spieler ist weiterhin Jude Bellingham, gemeinsam mit Tristan Caprillo. Aber wenn Red Bull München jetzt das Triple gewinnt, dann ist komplett vorbei, Freunde. Wir sind mittlerweile am letzten Spieltag der Saison 2027-28. Red Bull München spielt X gegen Dortmund. Ist aber am Ende vollkommen wurscht, denn mit 2 Punkten Vorsprung auf Leverkusen wird Red Bull München zum 2. Mal in Serie Meister. Aber nicht nur das. Im DFB-Pokalfinale gibt es das Red Bull-Finale gegen Leipzig und in der Champions League wartet die AS Rom im Finale. Jetzt gilt es im Pokalfinale gegen Leipzig den ersten Titel zu holen. Jawohl, in der Verlängerung Caprillo. 3-2-Sieg. Das Double ist RB München damit nicht mehr zu nehmen. Aber die Bullen wollen den Fußball auf ewig zerstören und das historische Triple holen. Die AS Rom ist die einzige Mannschaft, die das jetzt noch verhindern kann. Aber Red Bull München ist zu stark. Und es ist ein wirklich trauriger Tag für den deutschen Fußball, Freunde. Red Bull München feiert den Triple-Sieg. Und das sind alles nur Erfolgsfans hier. Aber GG an diese RB München-Truppe. Sie haben ihr Ziel, den deutschen Fußball zu zerstören, auf jeden Fall erreicht. Und damit beenden wir das Projekt Red Bull München. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und das Video hier ist jetzt genau das Richtige für dich. Hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder.